Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Subsistence. Ja, wir starten quasi hier in der Halbnacht, denn da hinten in der Ferne, ich zeig's mal so jetzt ungefähr mit der Axtspitze, da oben ist noch ein Feuer. Das ist aber nicht die Base. Die Base ist da hinten in der Ecke. Das ist jetzt ganz... Entweder sind das wirklich wieder Banditen. Ist klar. Ein Monsunregen. Why not? Why not? So, wir haben 633 Strom. Ich habe jetzt hier noch ein Fundament. Das hatte ich ja eigentlich gedacht gehabt für die andere Jagd. Aber nein. Jetzt wäre ein Windgenerator gut. Der wird uns bestimmt einiges an Strom generieren. So, was habe ich ausgemacht? Weil wir brauchen ja 750 Strom. Es ist nicht mehr weit entfernt. Wir müssen auch noch langen. So, ich habe hier nochmal ein bisschen umsortiert. Das brauchen wir dann alles. Ich habe noch ein paar Pfeile hergestellt, weil wir hatten nicht mehr so viele Pfeile. Gewitter. Ich liebe es. So, nicht. Eigentlich müssten sie sich jetzt auch mit Wasser füllen. Es wäre schön, wenn das klappen würde. Aber das Spiel sagt nein. So. Das heißt für uns, wir werden dann mal, sobald das hier fertig ist, wieder mal auf Loot-Tour gehen, weil wir brauchen Mats, Mats und Mats. Nein, ich stelle nicht unbedingt einen Lockpick her. Die hätte ich fast übersehen, mein Freund. So. Das wird jetzt auch erstmal die letzte Folge sein in dieser Aufnahmerunde. Vielleicht nehme ich für mich dann morgen früh noch was auf. Klar, das ist jetzt aufhört mit Regnen. Bloß mal, ob ich noch eine Kiste sehe. Na, da ist schon dann Grizzly. Bär. Juli haben wir noch. Da ist ein Erz, ja, aber da ist ein Bär. Hm. Ist auch noch ein Grizzlybär. Zwei Grizzlybären. Ich muss bald Eiweiß besorgen. Aber das werden wir bestimmt eher mit der Angel machen. Denn wenn es große Fische sind, geben die uns auch noch Eiweiß. So. Jetzt müssten wir ja eigentlich genügend Strom eigentlich haben. Wollt ihr mal nachlegen, nicht, dass es ausgeht? Jawohl. Stellen wir uns die Werkbank her. Dann lassen wir auch gleichzeitig wieder Strom für das herstellen. Dann gucken wir nämlich mal, was wir brauchen für die drei Platinen. So. Wo stelle ich die Werkbank hin? Ich stelle mal erst einmal hier hin. So, was brauchen wir für die Platinen? Kupferfragmente. Haben wir auch 12. Ja, das passt ja mal. 18 von denen. Ja, das könnte gerade so langen. Und 6 Perlen. Ja, gut, dass wir mal noch eine geholt hatten. 60 und 15, 15. Ja. 2 könnten wir schon mal herstellen. Strom wird ja jetzt nachproduziert.
Batterien, nutzbar zur Wiederaufladung kleiner elektronischer Geräte. Sprengladung. Und ein Weihnachtsbaum. Ja, es ist bald die Weihnachtszeit. Vor allen Dingen Metall. Taschenlampe. Waffenaufsatz. Premium-File. Premium-Federn. Das heißt, wir müssten halt wirklich mit anderen Stuff anfangen. Okay, aber Nägel brauche ich mir hier nicht zu machen. So. Strom tickt wieder ein. Wir haben jetzt auch nur noch ein bisschen Masse. Ich mache den mal ganz kurz an. Wenn wir hier unsere 15 haben, mache ich es aus. Oder 15 oder 16. Dass wir die dritte Platine herstellen können. So. Und dann gehen wir halt mal noch ein bisschen looten. Das ziehe ich mir mal rein. Das bleibt hier. Naja, ich gehe mal looten. Da ist eine Kiste. Danke, Spiel. So, ich muss aufpassen. Da war ja ein Bandit. Natürlich beiße ich mich jetzt gleich in den Arsch, wenn da oben eine Lockpick-Kiste ist, aber wir haben unsere Prioritäten gesetzt. Vielleicht ist dann das nächste Ziel der Verwerter. Dann sozusagen Sachen verwerten können. Wir können da sogar Holz reinlegen, wenn ich es noch richtig weiß. Ich glaube, meiner. Wie war denn Spiel? Bin ich nicht so weit gekommen. Ich habe es bloß bei anderen mal gesehen. Da ist eine Tasche. Ziehe ich mir rein. Ist das ein Erz? Nee, ist eine Tasche. Auf beiden sah es gerade aus wie ein Erz. Ich mir rein. Dass das natürlich jetzt noch gewittern muss. Auch das wäre. Erzielein. Du wirst jetzt mein sein. Außer jetzt kommt ein Jäger um die Ecke. Aber nein, es kam keiner. Und ja, ihr merkt, ich habe wieder meine singerische Phase. Manchmal passiert das. Muss ich mir hier noch Bergziege machen. Nee, da komme ich jetzt wirklich nicht ran.
Na, weil ich es gerade durchgesehen habe, ist da oben drauf ein Erz. Ich habe nicht richtig gesehen. Alles gut, ist nicht schlimm. Wir wollen ja eigentlich bloß mal ein bisschen so Zeit rumbringen, dass wir noch genügend Masse haben. Und nein, ich will jetzt nicht zu der Base da oben. Gucken, ob wir hier eine Muschel haben. Da ist eine. Die nehmen wir mit. Wir haben gemerkt, wir brauchen einige. Ja, ich nehme das mal wegen grünen Anteil mit. Gemüseanteil. Kommt nur voll aus dem Gebiet. Zwei Fasern sogar. Gegebenenfalls müssen wir dann nachher auch noch mal den Massegenerator anschalten. Aber es ist ja jetzt nicht so schlimm. Kiste. Munitionskisten. Drei Schuss und drei Schuss. So, wir gehen nochmal einmal um den Stein hier drumherum. Gucken wir mal, ob wir hier ein Erz finden, was erreichbar ist. Soll ich mir holen? Wenn er mich jetzt nicht wittert, ja, nicht. Weil das ist eher anderes, interessanter hier, Eisenerz. So, da ist unser Grizzly-Freund. Das könnte eine Muschel sein.
ist es aber nicht. So, wo hatte ich das Eisen gesehen da? Entschuldigung, Metallschrott. Ja, wie man sieht, wir müssen hier öfters mal tauchen gehen wegen Muscheln. Wie schon gesagt, Bäume rennen nicht weg. Fasern schon. Ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass das Solarpanel, wenn wir es jetzt gleich aufstellen, auch wirklich sofort Strom produziert. Es regnet ja gerade. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt in der Spielmechanik ja verwurzelt ist. Kann halt nur sagen, PV-Anlagen, es gibt halt genügend, die halt auch die keinen Sonnenlicht brauchen, sondern nur Tageslicht. Da, ein Baum ist auch rein. Denn wir lassen uns persönlich gesagt jetzt auch eine PV-Anlage aufs Dach machen. Weil, warum nicht? Um die Stromkosten zu reduzieren. Natürlich ist das in der Nacht, wenn ich aufnehme, nicht gerade so effektiv. Aber ich sag mal so, das Aufnehmen ist halt nicht so zeitintensiv. Ja, das stimmt schon, aber halt... dann das Video bearbeiten und hochladen. Ist halt auch was eine ganze Weile Zeit auch kostet. Und das würde ich dann eher so am Tag machen, wenn es sozusagen günstiger Strom ist. Der eigene grüne Strom. War ich schlau und habe die Tür aufgelassen? War ich. Hier noch eine Kiste stehen. Nö. Aber da ist ein Faserbusch gespawnt. Was sagt die Zeit? 20 Minuten. Ja doch, da könnten wir vielleicht sogar noch schaffen. So. Du bist leer. Du bist leer. An. Ich schwing dich jetzt mal an, weil wir brauchen ja für das Solarpanel, Solarmodul 150 Masse. Okay, also ich muss dich jetzt mal leider dich rein. Wir haben unsere Angel mit. Ich stelle mir mal ein paar Tauwerke hier.
Da würde ich sogar sagen, da angeln wir jetzt gleich mal noch. Denn wir brauchen Eiweiß. Nee, das kommt woanders hin. Stock. Deswegen. Hat nicht einen übrig. So. Beziehungsweise die rüber, dann mache ich mir halt noch einen. Dann schauen wir mal, was für eine Größe wir bekommen. So. Irgendwie. So. Rechte Maus ist einholen, linke Maus einhaken. Wir müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen auf die Pose konzentrieren. Tipp vorneweg. Ihr müsst mir je weiter weg, also je weiter rein ihr werft, umso größer sind die Fische. Fisch am Haken, wir holen ihn ein. Er sieht groß aus. Da können wir nämlich auch Fischöl gewinnen. Für Heilmittel. Ja, das sieht groß aus. Das Schöne ist, wir haben hier kein Minispiel. Ja, er ist ein kleiner Fisch. Zu früh gefreut. Könnten Essen oder Öl gewinnen. Ich brauche allerdings mehr. Dankeschön. So, gucken, dass wir noch genügend Strom haben. Ja, wir angeln noch einen. Okay. Also rechte Maustaste und dann linke Maustaste. Es ist hier ein Glücksspiel. Man kann ja wirklich mal gut und schnell dein Fisch kommen. Aber es kann halt auch ein bisschen dauern. Deswegen, ich will halt so wenig fischen wie möglich. Aber ich wollte jetzt nicht jagen gehen wegen ein bisschen aufpassen. Na komm. Spannung. Na, da müssen wir auf jeden Fall unsere 150 Masse zusammen haben. Das könnte jetzt auch wieder ein kleiner Fisch sein. Ne, das sieht. Ne, es könnte ein kleiner Barsch sein. Jo, ein kleiner Barsch, den grillen wir mal. Vorher schauen wir mal. 126. Drauf mit dir und drauf mit dir. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Wir hätten ja auch roh essen können. Da passiert nichts mit irgendwie. Ist hier zum Beispiel Vergiftung halbgar. Durst sieht es auch noch gut aus. Ich muss dann gleich nochmal zu unseren Pflanzen gucken.
Ich werde die zwei Fische, wenn die durch sind, auch gleich mal essen. Dünger, die hier nachgelegt werden. Hier geht's noch, aber hier. Was sagt ihr? 69. Reingehauen. Ich mach doch noch eine Angelrunde. Wir können noch mal einmal angeln. Also. Ah, ich habe noch nicht hergestellt. Mein Fehler. So, gleich kann man den sogar ausschalten. Ich warte mal über das ab. So, Masse haben wir. Aus. Und jetzt brauchen wir halt 500 Schrumpler. Gut, das kriegen wir hin. So, ich hoffe mal, er ist jetzt weit genug draußen. Oder es liegt an den Maden, dass die nicht saftig genug sind. Sie sind schon langsam angetrocknet. Da kommen nur die kleinen Fische dran. Und so, meistens höre ich das eher mehr hin, als dass ich hingucke. Da hört man so ein schönes Blob-Geräusch. Ja, mein Guter, gib mir mal noch ein bisschen Leine. Na, ziehen wir mal ganz kurz rein. Mal gucken, vielleicht hilft das auch schon manchmal. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Es wird natürlich jetzt dunkler. Ja, ja, war klar. Falsch gedrückt, ist leichte Panik gehabt. Passiert. Ist nicht schlimm. Wir haben gleich unseren Strom für unser Solarpanel. Mal hier wieder ein bisschen aufteilen. Die Nägel kommen sogar darüber. Das in Verband, das ist schön. Können wir die erstmal ausstellen. Bauen wir unsere drei Platinen. Das, das und das. Stellen wir mal her. Dann werde ich noch bis zur nächsten Folge mal noch ein paar Fundamente hier bauen. Beziehungsweise nur eins und dann eins, was dann aufs Dach geht. Also brauche ich nur eine Decke noch. Also
4 Blätter und so weiter. Ich werde es craften. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.